Hallo, ich begrüße dich zur heutigen Bewegungspause für die Kids. Ich bin Michi und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu dem heutigen Bewegungspause-Programm. Gleich nach dem Mittagessen ist so eine Bewegungspause genau richtig. Und was habe ich mir für dich ausgedacht? Vielleicht hast du schon in den Plan reingeschaut. Wir werden gemeinsam auf Bärenjagd gehen. Und zwar werden wir zusammen einen ganz großen Bären suchen. Aber wir fangen an, so wie jeden Morgen. Der Wecker wird klingeln, wir werden aufstehen und dann werde ich gemeinsam mit dir erstmal auf Wanderschaft gehen. Alles, was ich sage, machst du bitte mit mir mit. Okay? Das Schöne ist, dass ich es auch machen werde. In Ordnung. Was brauchst du dazu? Eigentlich gar nichts. Wir brauchen kein Material. Du brauchst nur dich, gute Laune und vielleicht auch schnelle Beine dann später. Okay, also, dann, wenn wir beide bereit sind, legen wir uns erstmal auf den Boden, machen es uns ein bisschen bequem, strecken uns ein bisschen. Liegst du auch bequem? Ich schlafe meistens auf dem Rücken oder auf der Seite. Ganz leicht einatmen und ausatmen. Und nochmal einatmen. Und jetzt hörst du den Wecker? Der Wecker klingelt. Zeit aufzustehen. Oh, und die Decke zur Seite. Stehst du auch schon auf? Den einen Fuß raus, den anderen Fuß und hinstellen. Und erst einmal kräftig strecken. Und auf die andere Seite. Und gähnen. Den Mund ganz weit aufmachen. Noch einmal. Ah, sehr gut. Bisschen ausschütteln. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber am Morgen, da bin ich noch gar nicht richtig wach. Also, als allererstes Mal ab ins Badezimmer und Zähne putzen. Also Zahnbürste raus und erstmal Zähne putzen. Beim Zähneputzen stelle ich mich immer auf ein Bein. Wenn es nicht geht, dann halte ich mich auch mal am Waschbecken fest und Zähne putzen. Und die andere Seite. Und jetzt das Bein wechseln und auch die Hand mal wechseln. Hast du dir schon mal die Zähne mit der anderen Hand geputzt? Okay, und jetzt hier hinten noch. Schon deutlich schwieriger. Okay, abspülen. Bisschen Wasser ins Gesicht. Okay. So, und gleich gehen wir auf Wanderschaft. Doch vorher ziehen wir uns gemeinsam an. Also, als erstes brauche ich eine Hose. Mit dem einen Bein reinsteigen und mit dem anderen. Und nach oben ziehen. Hast du deine Hose schon an? Okay, als nächstes nehmen wir noch ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Und ziehen wir rüber. Sehr gut. Dann noch Socken, nicht hinsetzen, im Stehen ziehen wir erstmal die Socken an. Ganz nach oben ziehen, jawohl, den zweiten Socken. Oh, beinahe hätte ich das Gleichgewicht verloren. Jawohl. So, was brauchen wir noch? Ich schaue mal raus. Ja, so warm ist es gar nicht. Dann ziehen wir einen Pulli an. Also nehmen wir den Pulli und rein und nach unten ziehen. Ich trage immer Kapuzenpulli, also die Kapuze hinten hinrichten. Ja, kommst du auch hinten an deine Schulterblätter? Jawohl. So, jetzt sind wir fertig angezogen und wir wollen ja nach draußen gehen. Also brauchen wir noch einen Rucksack. Einen Rucksack, den habe ich hier hinten. Zack. Und was werden wir in den Rucksack reintun? Lass mich mal überlegen. Auf alle Fälle noch eine Jacke, gell? Also eine Jacke in den Rucksack rein. Dann glaube ich, dass wir auf alle Fälle noch was zu trinken brauchen. Das ist ganz wichtig, was zu trinken in den Rucksack. Und dann brauchen wir noch Erste Hilfe. Die kann man immer gebrauchen. Und wir werden ja ein bisschen länger unterwegs sein, auch noch was zu essen. Also eine kleine Brotzeit. Die habe ich mir schon vorbereitet. Alles in den Rucksack. Den Rucksack zumachen. Kontrollier nochmal, ist dein Rucksack auch zu? Dann nehmen und auf die Schultern. Festzonen.
dass der Rucksack auch hinten drauf passt. Und als nächstes würde ich sagen, ziehen wir uns noch Schuhe an, oder? Richtig gute Wanderschuhe. Also, denk dran, du hast den Rucksack hinten drauf, ausbalancieren und den Schuh reinschlupfen, kräftig zubinden und den anderen. So. Und ich würde sagen, wir nehmen noch ein paar Handschuhe, weil wer weiß, was uns während der Wanderung passiert. Handschuhe sind immer gut. Also Handschuhe anziehen. Jawohl. Jacke haben wir ja hinten drin im Rucksack. Und dann würde ich sagen, kontrollieren wir nochmal. Rucksack, Schuhe, Wanderhose, was zu essen. Dann marschieren wir los. Also, durch die Tür durch. Einmal Wetter checken. Sieht gut aus. Und wir fangen gleich mal an. Aber wir gehen nicht, sondern wir joggen. Wir können es ja kaum erwarten. Also, auf geht's. Mit mir mit. Laufen auf der Stelle. Oh ja, die erste Zeit geht's am Weg entlang. Kannst ein bisschen links schauen, ein bisschen rechts. Oh, da vorne, da sehe ich schon, geht's in den Wald hinein. Also, biegen wir ab in den Wald. Und jetzt sind wir auf einem ganz sanften, weichen Untergrund. Du spürst richtig, wie der nachgibt. Genau da wollen wir gehen, im Wald. Aber was ist im Wald? Da sind umgestürzte Bäume. Das ist das erste Hindernis. Da springen wir drüber. Okay, also, wir nehmen ein bisschen Anlauf und zack, springen über den ersten. Und da ist der zweite auch. Und über den zweiten, jawohl. Und über den dritten. Oh, da ist jetzt ein großer, da müssen wir jetzt mit beiden Beinen erst einmal drauf und wieder runterspringen. Okay, und weiterlaufen. Und noch einer. Oh, das ist auch wieder einer. Erst oben drauf springen. Hopp, jawohl. Und jetzt runterspringen. Achtung, ganz sanft landen, dass man nichts hört. Jawohl, wir sind ja im Wald. Und weiter geht's. Weiterlaufen, weiterlaufen. Oh, jetzt kommt die Sonne schon gar nicht mehr durch. Es wird ein bisschen dunkler im Wald. Oh, das nächste Hindernis. Jetzt weiß ich auch warum. Vor dir ist ein Dornenfeld. Durch die Dornen, da können wir nicht unten durch. Ich glaube, da müssen wir uns den Weg durchschlagen. Also, wir nehmen einen Stock und jetzt schlagen wir uns einen Weg durch das Dornenfeld durch. Jawohl. Und ausholen, kräftig ausholen. Husch. Husch. Hilfst du mir? Jawohl. Und husch. Noch einmal. Und mit Schwung. Bah. Und wir sind durch das Dornenfeld durch. Das hast du gut gemacht. Den Stock zur Seite legen. Wer weiß, vielleicht brauchen wir noch. Und wir laufen weiter. Wir laufen weiter. Wir haben ein bisschen Zeit verloren. Und noch ein Stück weiter. Oh, das ist ein angenehmer Weg. Sehr schön zum Laufen. Wir haben das nächste Hindernis. Ein Bach. Aber wenn du mal da drüben schaust, da ist ein Baumstamm über dem Bach. Da laufen wir hin und dann können wir da drüber balancieren. Also schnell hin. Okay. Der Baumstamm ist ein bisschen rutschig, deswegen ganz vorsichtig. Auf einer Linie. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Einen Fuß vor den anderen. Okay, fast den Atem anhalten. Jetzt noch zwei Schritte zurück. Und du bist auf der anderen Seite. Super. Oh. Jetzt laufen wir wieder weiter. Laufen wir wieder weiter. Laufen wir wieder weiter. Oh. Jetzt brauche ich eine kleine Pause. Einmal tief einatmen und ausatmen. Und ich sehe auch schon das nächste Problem. Da ist ein ganz schön tiefes Tal. Aber ich sehe, dass da ganz viele Lianen von den oberen Bäumen runterhängen. Also werden wir uns wie ein Affe von Liane zu Liane hangeln. Also beide Arme ausstrecken und greifen und auf die andere Seite und auf die andere Seite. Wie Tarzan. Und mitmachen. Jawohl. Spürst du, wie der Fahrtwind durch deine Haare geht? Jawohl. Und nochmal. Und Sprung. Und wir sind wieder auf dem Boden. Und weiterlaufen. Weiterlaufen.
Weiterlaufen. Aber du merkst, auf so einer Wanderung, da wird's nie langweilig. Noch ein bisschen schneller. Ah, und wir haben schon wieder ein neues Hindernis. Dieses Mal ist es, schau mal genauer hin, es ist lauter Gestrüpp. Oben drüber können wir nicht, auf der Seite auch nicht, auf der Seite auch nicht vorbei. Dann probieren wir es unten durch. Wir kriechen unter das Gestrüpp durch. Also, geh auf allen Vieren und mach dich ganz klein. Ganz klein. Jawohl. Und unten durchgehen. Geh in einem Kreis. Ja. Und noch ein bisschen. Mach dich ganz klein. Ganz klein. Ganz klein. Noch zwei, drei Schritte. Und jetzt kannst du dich wieder aufrichten. Oh, und strecken. Und weiter geht's. Und laufen. Und laufen. Und laufen. Doch stopp. Schau mal nach drüben. Da ist ein Reh. Jetzt müssen wir ganz leise sein. Also schleichen wir an dem Reh vorbei. Wir schleichen ganz langsam. Wie ein Indianer. Okay. Dann laufen wir weiter. Wir laufen weiter. Wir laufen weiter. Wir laufen weiter. Und jetzt. Sieh, was vor dir ist. Vor uns ist ein See. Oh, ein See. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als durch den See durchzuschwimmen. Also, Rucksack runter. Ganz schnell. Schuhe aus. Hose, Socken, Pulli. Alles in den Rucksack rein. Was machen wir mit dem Rucksack? Auf den Kopf. Und los geht's. Und schwimmen. Und schwimmen. Große Bewegungen machen. Ganz große Bewegungen. Das ist eine willkommene Erfrischung. Und Arm wechseln. Große Bewegungen, große Bewegungen. Und wir sind an Land. Rucksack runter. Jetzt den Rucksack aufmachen. Hose anziehen. T-Shirt, Socken, Schuhe und den Pulli noch. Gut. Rucksack auf Schultern. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Oh, jetzt wird dir langsam auch wieder warm. Der See war nämlich doch ein bisschen kalt. Und stopp, Felswand. Kannst du klettern? Wir werden es ausprobieren. Also, los geht's. Und kräftig. Jawohl, ein Zug nach dem anderen. Und nach oben klettern. Bisschen schneller. Atme nicht vergessen. Doch halt. Schau mal, was da ist. Da ist ein Plateau. Da ist eine Höhle. Eine Höhle. Bist du auch neugierig? Dann lass uns in die Höhle reingehen. Aber warte, wir haben keine Taschenlampe dabei. Gut, es ist zwar dunkel, aber die Neugier ist so groß, wir gehen rein in die Höhle. Wir tasten uns nach vorne. Wir tasten uns. Okay, jetzt müssen wir uns ducken. Fühl nochmal. Und durchgehen. Durchgehen, mach dich klein. Nach oben schauen. Okay, da ist wieder Luft. Riechst du das? Hier riecht's ganz schön unangenehm. So, nach Tier. Gut, weiter. Die Neugier ist so groß. Jetzt wird's ein bisschen eng. Okay, mach dich ganz dünn. Und durchgehen. Durchgehen. Okay, jetzt ist wieder ein bisschen Luft. Der Geruch wird immer stärker. Aber es ist so dunkel. Hier ist Fels. Es ist ganz kalt und nass. Doch was ist das? Das fühlt sich weich an. Es riecht. Ich spüre Zähne. Das ist der Bär. Wir laufen ganz schnell weg. Wir machen uns schmal. Durch die Schlitze. Dann noch unten durch. Durch die Welt durch. Und wir sind aus der Höhle draußen. Ganz schnell runterklettern. Komm, mit mir mit. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Noch schneller, noch schneller. Okay, jetzt sind wir hier und wieder zurück. Zurücklaufen. Jetzt kommen wir zu dem See. Bei dem See. Alles ausziehen. Schuhe, Socken in den Rucksack. Und los geht's. Wir müssen schneller schwimmen. Noch schneller, noch schneller. Und bei Armwechsel. Noch schneller, noch schneller, noch schneller. Rucksack runter. Wieder anziehen. Der Bär verfolgt uns. Und die Hose. Und das T-Shirt. Und der Pulli.
nichts vergessen, Rucksack zu, rum drauf und weiter geht's. Und weiter geht's. Das Reh leise vorbei. Ganz leise. Und weiter. Schneller, 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 schneller. Schneller, schneller. Und das Gestrüpp auf den Boden. Unten durch. Ganz schnell unten durch. Und weiter. Richtig sprinten. Sprinten. Und die Liane. Wie Tarzan, nur noch schneller. Und landen. Sehr gut. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und da ist der Bach. Drüber balancieren. Oh, doch schneller, noch schneller. Gleichgewicht halten. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Oh, da vorne siehst du schon die Dornen. Die Dornen. Gut, dass der Stock noch da liegt. Zack. Und Stock wieder ablegen und zurück. Oh, der Boden ist ganz weich. Der Waldboden, da sind die Hindernisse. Nummer eins. Und landen. Leise. Und weiter. Und Nummer zwei. Und weiterlaufen. Noch drei Hindernisse. Und eins. Und zwei. Und drei. Und weiter. Und weiter. Endspurt. Endspurt. Durch die Türe durch. Und du bist zu Hause. Puh, wir haben den Bär gefunden. Aber wir mussten ganz schnell weglaufen, sonst hätte er uns geholt. Den Rucksack abstellen. Und erstmal ausschnaufen. Oh, das war ein aufregendes Abenteuer. Jetzt werde ich mich erstmal hinsetzen und ein bisschen ausruhen. Vielen Dank, dass du mit mir bei der Bärenjagd dabei warst. Ja, du merkst, dein Kreislauf ist wieder in Schwung. Ich hoffe, dass du so weiter in den Tag starten kannst. Um 14.30 Uhr lade ich dich ein, bei dem Kinder-Yoga mitzumachen. Janke und Dirk warten schon auf dich. Das Ganze findet live statt. Und jetzt sind wir schon am Ende. Und weil du so fleißig warst bei der Bärenjagd und so gut mitgemacht hast, gibt es jetzt noch einen Tipp von mir für das Lösungswort, nämlich einen weiteren Buchstaben. Vielleicht weißt du auch noch, wie mein Name ist. Der erste Buchstabe von meinem Namen ist der heutige Lösungsbuchstabe für das Gewinnspiel. Ich sag vielen Dank, dass du dabei warst. Bleib weiterhin aktiv. Einen schönen Tag dir noch. Bis zum nächsten Mal, spätestens um 17.15 Uhr bei der Verabschiedung. Mach's gut. Ciao.